Hallo liebe Zuschauerinnen und hallo liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem neuen Video bei mir am Kanal von Alpine Momente. Ich bin der Franz und die Skitourensaison 2019-2020 steht uns unmittelbar bevor. Ich habe jetzt einmal recherchiert, was es eigentlich alles so zum Thema Skitourenausrüstung auf YouTube gibt. Was mir dabei persönlich aufgefallen ist, ist Folgendes. Bis auf wenige Image-Videos von Unternehmen gibt es eigentlich zum Thema Skitourenausrüstung nur Beiträge von Blogger, so wie ich zum Beispiel einer bin, die ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema Skitourenausrüstung an euch weitergeben. Der Vorteil dabei ist natürlich, ihr als Zuschauer bekommt subjektive Erfahrungen, sofern das keine bezahlten Videos sind, weitergegeben. Der Nachteil dabei ist, es sind subjektive Erfahrungen. Ich konnte jetzt natürlich auch ein Video zum Thema Skitourenausrüstung machen, bin aber davon überzeugt, dass da eigentlich null Mehrwert für den meisten der Zuschauerinnen und Zuschauer dabei ist. Warum? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe meine eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Zugang zum Berg, zum Alpinismus, genauso hat jeder andere, der hier auf YouTube bereits ein Video veröffentlicht hat, seinen individuellen Zugang zum Berg. Und wenn du jetzt nicht die Person bist, die bereits ein Video zum Thema Skitourenausrüstung veröffentlicht hat, dann brauchst du eigentlich eine maßgeschneiderte Beratung, welche Ausrüstung für dich die richtige ist. Wer dir jetzt konkret dabei helfen kann, genau das zeigt dir dieses Video. Zu diesem Thema gibt es noch kein Video. Drum bitte dir auch, das Video bis zum Ende anzuschauen. Es gibt nämlich nur eine einzige Antwort darauf, wer für dich die maßgeschneiderte Skitourenausrüstung zusammenstellen kann. Die Antwort darauf wird dann am Schluss des Videos kommen. Bis dahin bin ich einmal hinter der Kamera. Ihr seht vor der Kamera den Andi, der auch Teammember von Alpine Momente ist und der staatlich geprüfter Skilehrer ist. Und die Kathi vom Riebsport, Kooperationspartner von uns. Vielleicht zur Information für euch, ich bekomme keinen einzigen Cent dafür, dass ich jetzt dieses Video online stelle. Aber es ist mir einfach ein Herzensanliegen, weil genau so, wie ihr das jetzt in diesem Video mitbekommt, genau so kaufe ich mir schon seit Jahren meine Ausrüstung und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Am Schluss des Videos gibt es dann auch noch einen kleinen Anreiz für euch, dass ihr genau diesen Weg auch einschlagt, wie man an die ideale Skitourenausrüstung für einen selber kommt. Und jetzt dann verschüsse mich hinter der Kamera. Viel Spaß mit dem Video zur Skitourenausrüstung. Servus, grüß euch, ich bin der Andi von Alpine Momente. Wir sind, das ist heute 6 beim RIP. Der RIP ist ein Unterstützer von uns, wo wir uns sehr darüber freuen. Und heute geht es ganz wichtig um das Thema Skitourenanfänger. Es gibt unheimlich viel Material am Markt und nicht zwingend das Leichteste, das Teuerste oder sonst irgendwas ist das Beste, sondern das, was auf euch oder zu euch am besten passt. Wie ist da so 6? Wir haben da zum Beispiel ganz ultraleicht Bindungen, wir haben ein bisschen festere und wir haben auch unterschiedliche Ski. Wie und wo was am besten dazugehört und am besten dazu passt, wird euch die Kathi vom Sporttrip sagen. So Kathi, wenn wir jetzt sagen, ich war jetzt ein Anfänger und möchte halt einsteigen, was würdest du jetzt so empfehlen, wenn ich sage, ich bin ein durchschnittlicher Skifahrer, ja. Mir ist aufgegeben, aber auch das Abfahren nicht unwichtig, ich möchte einfach schön was in der Mitte. Was war da jetzt? Also beim Ski geht man eigentlich immer noch der Mittelbreite, das heißt, der Schmäh ist die Punkte in der Mitte vom Ski. Für einen Anfänger oder für einen beim klassischen Allround-Ski, für unsere Gegend, sind wir eigentlich immer zwischen 80 und 85 Mittelbreiten. Ich weiß, dass bei dir das schon eher schmal ist. Aber auf dem kannst du halt auf der Piste auch gut fahren. Weil je breiter der Ski, desto schwerer ist es, den auf die Kanten zu stellen, auf der Piste, wenn es hart ist. Und dann tust du mit einem schmälen Ski einfach auch leichter. Genau. Fürs Gelände ist es natürlich besser, wenn der mehrere Breiten hat, weil er einfach schöner aufschwimmt. Je mehr Fläche der Ski hat, desto besser schwimmt er auch. Das heißt, man sollte nur einfach schauen, jetzt im Einsteigerbereich nicht schmal, nicht zu breit, genau. Dass er sich auf dem harten Untergrund oder auf der Piste auch noch schön fahren und tragen muss. Aber auch nicht schmal, dass er eben im Gelände ein bisschen besser aufschwimmt. Genau. Sehr gut. Und bindungstechnisch jetzt dazu, da gibt es ja auch Ultraleichtbindungen bis Sackschwar. Ja, also
Mittlerweile gibt es eben TÜV-zertifizierte Sicherheitsbindungen. Das ist was, ja, ist noch nicht so verbreitet im Skitourenmarkt, weil es einfach relativ schwer zum Umsetzen ist. Also die Teile haben halt dann relativ schwer zum Aufziehen. Von der Sicherheit gibt es natürlich drüber nichts. Standard haben aber eigentlich also Bindungen, da wo man schon die Auslösewerte einstellen kann, aber die nicht sicher praktisch in jeder Situation garantieren kann, den Auslösewert. Ja. Und wenn du jetzt sagst, Bindung, eher eine mit Stopper, so wie wir es da heute zeigen, oder eine ohne Stopper? Also gerade bei Einsteiger bin ich eigentlich schon ein Fan von Stopperbindungen. Das ist einfach deswegen, wenn du oben am Berg stehst und es bloß wird sauer und du fummelst deine Schuhe da in die Pins rein, dann ist es einfach angenehm, wenn der Ski nicht abhaut. Und das ist mit Stopper einfach besser, wenn man fangen kann. Genauso wie wenn du die schmeißt, ist es halt auch mittlerweile so. Also die Stahlkanten haben einfach scharf jetzt auch. Mit einem Fangriemen haust du halt die Latten um die Ohren und im Stopper ist er halt einfach vom Fuß weg. Was man auch dazu sagen muss, punkto Fangriemen, wenn man in der Lawine reinkommt, der Ski geht auf, bleibt aber am Fangriemen hängen, dann wirkt es wie ein Anker. Das ist eigentlich ein Drum, was du überall anziehst. Auch wir von der Bergrettung, Skischuhen und Co. sind jetzt nicht die größten Freunde von Fangriemen. Also, so wie die Kathi auch schon richtig gesagt hat, ist der Stopper sicher eine gute Alternative, beziehungsweise der richtige Weg, auch wenn es ein paar Gramm mehr sind. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, so die ATK da oben, die R12. Kathi, was sagst du zu der? War das eine Bindung, die man auf so einem 85er aufmontieren kann? Absolut, also wenn den Stopper ein bisschen von der Handhabung ist, nicht so meins, aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Mir taugt der vorne eigentlich besser. Der von der. Nein, von der Chor. Von der Chor. Das ist die da. Da ist der Stopper vorn. Das ist auch so ein Unterschied einmal. Es gibt Stopper vorn, Stopper hinten. Ja. Genau, also ich finde den von der Handhabung ein bisschen leichter, aber das ist Geschmackssache. Wunderbar, dann hätten wir da immer zwei Bindungen. Und wie schaut es jetzt bei den Schuhen aus? Wenn ich sage, durchschnittlicher Skifahrer, nicht über drüber, aber. Ich halt sicher Skifahren können. Ja, da bist du eigentlich so bei den ganz normalen Standardmodellen, die haben so zwischen 400 bis 600 Euro so um den Dreh. Ich meine, das Wichtigste ist einfach wirklich, dass der Schuh passt. Also da sollte man dann nicht wegen 50 Euro irgendwie umdrehen, weil wenn du einfach bloß und läufst, dann gehst du nicht gerne auf Skitour und dann rentiert sich das Ganze nicht, dass du das kaufst. Apropos bloßen laufen, das ist ja auch so ein Thema. Die meisten schreien, wenn sie in den Skischuh reinsteigen, dass er ihnen zu klein ist. Ja. Aber der richtige Sportartikelverkäufer oder Verkäuferin, so wie du, die dann das gern, dass die Leute einsteigen lassen, sodass sie vorhin anstehen. Ja. Was hat das für einen Grund? Ja, also ein Skischuh ist eigentlich kein Turnschuh. Beim Turnschuh sitzt der, weil Platz vorne haben. Beim Skischuh ist ja so, du gehst ja sowieso immer nach oben. Halt mal den mal schnell. Durch das, dass du einmal aufgehst, rutscht der Fuß sowieso zurück. Das heißt, du hast nicht bei den Bergschuhen das Problem beim Abgehen, dass du halt vorne anstehst. Deswegen brauchst du bei den Bergschuhen eigentlich vorne am Platz. Mit den Skischuhen gehst du nur auf, wieder rutscht sowieso nach hinten. Dann verriegelst du beim Abfahren, dann zieht es die Fersen auch wieder zurück. Das heißt, da kommst du eigentlich auch nicht viel rein. Und zum Abfahren brauchst du einfach einen guten Halt im Schuh, weil es gibt nichts Schlimmeres zum Abfahren, wenn die Fersen auf und runter geht. Da meinst du, die haut aus dem Schuh raus. Genau, deswegen Skischuhe eigentlich eher kompakter wie Bergschuhe oder Turnschuhe. Und so wie man früher gesagt hat, in der Früh oder auf den Nacht kaufen, ja, später können wir am Abend. Schuhe immer auf Nacht. Ja, ist auch noch so. Weil bei uns riecht es halt in der Früh meistens weniger, also das ist oft angenehm. Das muss man ein bisschen berücksichtigen, aber da ist der Fuß halt einmal am größten. Jetzt ist auch für die Skitourenanfänger oft das Thema, sie schauen in Prospekte, sie schauen in Zeitungen und sehen dann so die Preise. Ja. Und die meisten kriegen einen Herzinfarkt, weil die Skitouren Einzelteile, Ski, Skischuchbindung, Föhr, auf einmal hast du eine Rechnung von 2000 Euro. Da muss man auch dazu sagen, das sind die Einzelpreise. Ja, gerade so wie beim RIP oder bei der Kathi, da werden dann immer Sets zusammengestellt, die sind preislich sehr, sehr fair. Und deswegen ganz wichtig, bevor euch der Schlag trifft, geht einmal ins Geschäft, lasst euch beraten, schaut euch das an, was das Zeug kostet. Und vor allem ganz wichtig, die Bedarfsermittlung vom Verkäufer oder der Verkäuferin, wie es die Kathi ist, die muss passen. Und da wirklich in den Fachhandel reingehen. Und dann ist der Preis schon gar nicht mehr ganz so schlimm. Was man auch dazu sagen muss, das Skitourenmaterial hält sich eigentlich schon länger als das Alpinmaterial, oder?
Je nach Nutzung. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil oft das, ja, das wird dann doch ein bisschen leichter ist. Hebt nicht ganz so lange. Und ja, mein, mit den Tourenski bist du halt eher im Gelände unterwegs, da triffst du halt öfters einmal einen Sturm. Genau, aber mein, der eine schaut aufs Zeug, der andere nicht. Der andere macht eine Skiversicherung. Mit was muss man bei einem Einsteigerset so im Groben rechnen, von bis, ganz grob? Ja, einen guten Tausender bist du schon los. Guten Tausender bist du los. Dann bin ich aber fix fertig und habe ein Einsteigerset beieinander. Das ist absolut erträglich. Ja. Okay. Ja, und ja, bei uns hast du halt Montage ist auch wieder dabei, Show, Bassen und alles. Okay. Das ist oft was, was manche Leute nicht rechnen unbedingt. Die bestellen sich halt einfach das Billigste aus dem Internet. Irgendwie zusammenstellt und dann kommt aber die Montage dazu. Meistens passt das Zeug überhaupt nicht zusammen. Genau. Also von dem her, wie gesagt, auch wichtig, dass man eben schaut, das Internetzeug kaufen ist nicht gut und schön, aber oft passt das Zeug nicht zusammen, dann geht man zu den Händlern, möchte es montiert haben, die müssen sich abfuchsen, weil es nicht zusammenpasst. Und wenn man direkt beim Händler kauft, ist sicher gescheiter, vor allem auch das Nacharbeiten von Schuhen. Er wird das erste Mal anpasst, dann passt er noch nicht gleich meistens, dann gehört er ein zweites Mal, vielleicht sogar ein drittes Mal anpasst. Das sind alles Fahrzeuge, die ein Händler hat. So, wir sind jetzt ein paar Meter weitergegangen, weil zu den Ski gehört noch was dazu. Die funktionieren bergauf nur mit Fälle zum Gehen. Wir haben da jetzt so verschiedene Fälle. Die gibt es rein aus Moher oder Mixed-Fälle. Gibt es auf verschiedene Arten und Weisen, wie sie kleben, und da kannst du Kapitän auch noch was dazu. Ja, also oft hast du halt bei die, gerade bei Einstiegsmodellen halt so das Standardfell, was mitkommt vom Hersteller. Das ist meistens jetzt ein Moher-Mix-Fell. Bei uns ist es aber so, grundsätzlich kannst du halt jetzt Fell auf jeden Ski aussuchen. Und da gibt es halt dann ein bisschen unterschiedliche. Das war zum Beispiel ein 100% Moher-Fell. Das ist ein Moher-Mix, die zwei. Und das ist halt unterschiedlich. Also Moher-Mix, also das Günstige, das ist halt, wenn ich aufgehe, da merkst du, wie das wirklich ein bisschen bremst. Oder einfach, das geht einfach viel schwerer. Ein 100% Moher gleitet viel besser. Da fallen halt die Haare ein bisschen schneller aus. Also da, wenn es wirklich viel geht, brauchst du eigentlich fast jede Saison ein neues Fell. Genau. So eine gute Alternative ist eigentlich das, weil das ist ein Moher-Mix-Fell, hat aber die Rennbeschichtung drauf, also das läuft eigentlich wirklich schön. Das heißt, der Moher-Mix ist in der Regel langlebiger wie ein reines Moher. Ja. Genau. Und von den Klebearten, es gibt ja Klebefell, Vakuumfell, Hybrid und Schieß mich tot. Ja. Was ist da das Gescheitere? Oder? Ja. Da gehen die Meinungen sehr voneinander. Also ich persönlich habe eigentlich nur die Klebefälle, weil die kannst du einfach neu beschichten. Wenn es nicht mehr so pickt, tue ich den alten Kleber runter und den neuen wieder drauf. Und da gibt es auch kein Geschieß, weil die Adhäsionsfälle, das ist halt oft so, und das ist so ein Hybrid-Mischung aus Kleber und Adhäsion. Das ist halt, wenn es saukalt ist oder was, dann biegt das Adhäsion oft nicht mehr. Okay. Und also wenn das Vakuum mal feucht ist oder schnell, dann kannst du das vergessen. Ja, der ganz feine Pulver oder was, wenn du den einmal drauf hast, dann biegt es nicht mehr. Also wenn man oft auf und auf hören muss innerhalb von einer Skitour, ist es gescheiter mit einem Kleber aufgeteilt. Ich finde schon, aber es gibt mal der Flori zum Beispiel, der sagt, sein Adhäsionsfell haut immer hier und funktioniert auch super, kann er reinigen und alles. Die, wo ich gehabt habe, waren halt ehrlich gesagt nicht so der Brüller. Und deswegen bleibe ich jetzt beim Klebefell, aber das kann sich ja jeder so ein bisschen selber aussuchen. Und so die Einsteiger-Set-Preis ungefähr um die 1000 Euro, 1500, da ist das Fell auch schon dabei. Genau, also beim Fell, weiß nicht, beim günstigen Fell geht es ab 100 Euro los. Okay. Geht auch für bis 190 oder was. Und Skiversicherung bietet ihr beim Rippspat auch? Ja, ja. Wunderbar. Was kostet eine Standard-Skiversicherung? Also es gibt den Mindestschutz, das läuft für ein Jahr, für ein paar Ski. Was wir aber meistens empfehlen, ist einfach die, das ist eine Mitgliedschaft. Und da hast du, zahlst 30 Euro im Jahr, sind deine kompletten Ski versichert, also Langlauf-Ski, Alpin-Ski, Touren-Ski, alles. Beim Bruch kriegst du einen Nein, wenn du ihn verlierst, kriegst du einen Nein. Also das ist eigentlich echt eine bärige Sache. Gerade mit dem Leichtanzeiger, wenn es hinwert oder was. Wir sind da auch, dürfen praktisch die Ski sofort austauschen. Also wenn einer kommt und füllt mir das Schadensformular aus, dann kann ich ihm gleich einen neuen Ski mitgeben. Okay, das klingt jetzt gerade recht interessant, weil ich weiß selber, ich komme eigentlich aus der Sportbranche. Und wenn man sich einen Ski ruiniert oder was, kann das eine ziemliche Odyssee für jeden Endverbraucher werden.
Da muss ich hingehen, da muss ich reklamieren, dann dauert das ewig, bis der Hersteller antwortet und dann antwortet er im blödesten Fall mit Nein. Und so für 30 Euro, wenn ich sämtliche Ski versichern kann und das selbst beim Bruch noch hilft, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allem auch beim Skitourengehen im freien Gelände, man stürzt, man verliert den Ski. Meistens findet man näher und kann aufs Frühjahr warten, bis er ausappert. Also ist die Skitourensaison auch wieder vorbei. Und insofern ist dann eine Skiversicherung eine gute Sache. Was natürlich auch dazu gehört zu einer Skitourenausrüstung sind Stecken. Die Verkäufer werden oft gefragt, nein, kann ich nicht meine Skistecken auch hernehmen. Ja, aber nicht gescheit, weil sie einfach zu kurz sind. Es braucht da ein bisschen eine Länge zum Anschirm. Und ab und zu soll es vielleicht sogar mal, wenn es dann alpin unterwegs seid, eine Variable sein. Es gibt da hauptsächlich eigentlich zwei verschiedene Gattungen von Stecken. Und die kann uns die Kathi jetzt genauer erklären. Ja, man hat eigentlich eine Fixlänge oder halt einen verstellbaren. Fixlänge ist eher ja, schon für die Aufstiegsorientierteren oder wenn ich halt einfach mal Stocklänge weiß und ich sage, dass ich einen verstellbaren eigentlich so mit dem hier umstelle. Für einen Einsteiger ist es oft ganz geschickt, wenn der halt einen verstellbaren hat, weil oft beim Anfangen hast du es oft ein bisschen kürzer und kannst halt auch mal die passende Länge dann erstmal ausfinden. Je mehr Skitouren dass man geht, desto mehr Schmalz kriegt man dann hoffentlich auch in die Arme und dann kann man es natürlich auch wieder ein bisschen länger machen, weil man die Längen einfach besser anschauen kann. Genau. Aber mit den Längen, wenn sie zu lang sind, beim Hobbyfahren mit Stuckeinsatz. Ja, wird halt auch schwierig. Wird schwieriger. Du gehst ein bisschen in Bewegung. Ja. Genau. Sonst gibt es halt Carbon und Alu, aber ja. Carbon von der Steifigkeit und Alu ist halt ein bisschen günstiger. Carbon ist halt wahrscheinlich aber ein bisschen zum Aufpassen, so einmal mit Skischuh anklopfen oder so. Genau. Ja. Dann fliegen die Spitzen in die weite Ferne. Ja, wobei es gibt schon robustere Carbonstecken auch, aber. Das ist der Nachteil. Ja. Ich habe noch jetzt Ballstecken ruiniert. Ja, der Franz ruiniert es oder verliert es? Ich habe nur Stecken abgebrochen, glaube ich. Ich schon, seitdem ich in Franz bin. Also ich seit mehr drei Ball. So, wir haben uns jetzt noch was überlegt. Und zwar, wer jetzt auf der Suche nach einem Einsteigerset ist, da gibt es exklusiv beim Riebsport ein spezielles Angebot. Wie schaut denn das aus, Kathi? Da haben wir den Hagami Pure 83 und die Pure 8 Bindung bzw. Pure 10 Bindung für die Schwaren. Ja, und in Kooperation mit Alpine Momente gibt es da auch in dem Video einen Gutscheincode, mit dem könnt ihr dann zum Riebsport gehen. Den blenden wir da ein. Genau. Und da könnt ihr euch dann eben das Skiset nehmen, Ski und Bindung, einen Schuh, der frei wählbar ist, der wo euch am besten passt, weil das ist das Wichtigste. Und der Gutscheincode hat einen Wert von 100 Euro. Das heißt, jetzt zeigt das Zeug nur mal um 100 Euro billiger. Beim Riebsport. Bei der Karte wollen wir genau sein. Bis 30.11.2019. Genau. Das heißt, wer heuer was zu Weihnachten noch braucht, bis 30.11. vorbeikommen. Was auch noch ganz wichtig ist, und ich glaube, da werden wir mal ein eigenes Kapitel noch aufschlagen. Jetzt haben wir mal gesagt, okay, Skitouren gehen, anfangen. Was braucht man dazu? Klar, Ski. Aber Skitouren gehen findet auch im freien Gelände statt. Und da ist ganz wichtig die Sicherheitsausrüstung. Da reden wir jetzt von an LVS, von einer Schaufel, von einer Sonden und im besten Fall noch ein Airbag. Da sei es auch wieder dazu erwähnt, viele Leute kaufen sich das Zeug, viele Leute dran spazieren, viele können damit nicht umgehen. Und so eine Rettung kann nur dann wirklich gut funktionieren, wenn man wirklich vertraut mit seinem LVS-Gerät ist. Heißt, wenn man im freien Gelände fahren will, sind die Ausgaben mit dem Ski noch nicht beendet, sondern man braucht immer das Safety-Equipment, aber da werden wir später mal drauf eingehen. Tja, insofern, Kathi, sage ich Dankeschön fürs Beraten, Dankeschön für die Infos. Und ja, wir werden uns die Saison bestimmt noch ein paar Mal sehen. Auf alle Fälle. Tschüss mit euch. Für euch. Denjenigen von euch, die meiner Bitte am Anfang des Videos, dass sie bis zum Schluss dranbleiben sollen, sage ich zuerst einmal, herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich glaube, das Video hat eindeutig aufgezeigt, wo jeder einzelne von euch jetzt hingehen muss, wenn er auf der Suche nach einer individuellen, auf
einen selber abgestimmten Skitourenausrüstung aus ist? Die Antwort auf diese Frage, wo dieser Ort ist, kann einfach nur lauten, der Fachhandel ist es. Das Video ist eigentlich selbsterklärend. Das Video darf da ganz gut gezeigt haben, dass deine spezifischen Fragen nur im Fachhandel beantwortet werden können, und zwar vor Ort. Im Internet oder von einzelnen Personen im Internet wirst du keine seriöse Antwort auf deine spezifischen Fragen bekommen, weil im Internet läuft es anonym ab. Im Internet kann dich keiner kennen, ich kann nicht deine Fragen beantworten, weil ich dich nicht kenne. Daher abschließend einfach nur einmal die Bitte, wenn du eine maßgeschneiderte Lösung für deine Skitourenausrüstung suchst, dann geh in Fachhandel, lass dich dort beraten. Und auch noch einmal die Bitte, wenn du dich dort beraten hast lassen, dann kauf auch dort vor Ort ein. Die Vorteile, wenn du vor Ort im Fachhandel einkaufst, die liegen auf der Hand. Du wirst super toll beraten. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann hast du den Service direkt vor Ort. Du hast die Möglichkeit, zumindest beim Riebsport, eine Skiversicherung abzuschließen und bekommst die Sachen sofort ersetzt, wenn irgendwas verloren oder beschädigt worden ist. Die Palette, die du dir zusammenstellst, wird dir serviciert, montiert, und schlussendlich, wenn irgendwas ist, du hast keine geschisste Geschaste. Du hast einen Ansprechpartner für alles und der kümmert sich um alles. Ich hoffe, der Gutscheincode, den wir eingeblendet haben, war auch verständlich. Ich erkläre das jetzt noch einmal. Es gibt die Möglichkeit, wenn du auf der Suche nach einer Skitourenausrüstung bist, nach einem Skitourenset, dann kannst du bis zum 30.11.2019 zum Riebsport in Bad Reichenhall gehen. Es gibt als Einsteigerset den Ski von Hagan, den Pure 83 in einer Länge, die individuell auf dich abgestimmt ist, mit einer Pure-Bindung von Hagan. Den Schuh und das Fell, das kannst du dir individuell aussuchen, und auf das gesamte Set bekommst du mit dem Gutscheincode MOVEONRIEBSPORT, das brauchst du nur vor Ort sagen, auf den endgültigen Preis noch einmal 100 Euro abgezogen. Das heißt, wer in diesem Jahr mit dem Skitourengehen anfangen will, der aus der Region Salzburg ist, da glaube ich, ist das wirklich ein ganz lässiges Angebot, das wir da gemacht haben, und die Karte, glaube ich, hat es bewiesen. Sie war individuell ganz kurzfristig auf alle Fragen gut vorbereitet und hat super schnell geantwortet. Die kann jede Frage, die du hast zum Thema Skitouren, kann sie dir gut beantworten. Lass dich da beraten, und wenn du nicht bei uns aus der Region bist, dann geh halt zu einem Fachhändler bei dir in der Region, der einen guten Ruf hat, weil die sind seriös, das sind die Fachleute, und genau diese Leute können dir weiterhelfen. Wenn dir das Video geholfen hat, wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du glaubst, dass es ein Mehrwert ist für wen anderen, dann teile es weiter. Und wenn du über dieses Video jetzt auf meinen Kanal gestoßen bist, dann freue ich mich auch, wenn du die anderen 215 Videos einmal anschaust, die ein bisschen durchschaust. Da geht es ausschließlich um Bergsport, wenn dich mein Kanal überzeugt. Es kommen jede Woche mindestens 1 bis 2 Videos online, dann lass gern ein Abo da, da freue ich mich brutal. Und jetzt wünsche ich jedem Einzelnen von euch einen wunderschönen Tag und dann später einen super Start in die Skitourensaison 2019-2020. Herzlichen Dank und pfiat euch, euer Franz. Ciao.